Ich begrüße euch, meine Lieben. Wir kommen zur Elementenlegung für den Monat Dezember. Und diese hier ist für das Element Feuer, das heißt für den Widder, für den Löwen und für den Schützen. So, das Ganze wird sich heute so gestalten. Ich beginne mit einer Karte aus dem Krafttier-Orakel-Deck. Und dann seht ihr hier schon vier verschiedene Orakel-Kartendecks liegen. Und zwar zum einen das Linnemont-Deck Mondnacht. Da werde ich aus jedem Deck fünf Karten ziehen. Ich mache das mal untereinander. Ja, ich bitte auch hier wieder um euer Verständnis, dass es halt ein bisschen dauert mit der Mischerei. Aber ihr wisst, ich möchte das nicht im Vorfeld schon immer hinlegen, weil ich der Meinung bin, dass die Mehrheit das doch immer mit dem Live-Mischen bevorzugt. Und deshalb will und werde ich das beibehalten. Und wem das einfach zu lange dauert, den bitte ich vorzuspulen. Ihr seht ja, wann das hier aufhört mit der Mischerei. So, das erste Deck entspricht der ersten Woche im Dezember. Und das ist das Linnemont Mondnacht Deck. Das zweite Deck ist das Lichtblick Linnemont Deck. Das dritte Deck ist das Deck meiner lieben Kollegin Alexandra. Und zu guter Letzt haben wir noch das Deck der Epic Light Linnemont Karten. Und ich denke, das ist eine gute Mischung. Und wir können da, so hoffe ich, eine Menge rausziehen. Natürlich ist auch hier wieder mein Hinweis für euch, es ist eine allgemeine Legung. Das heißt, die Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber ich denke, das merkt ihr immer ziemlich schnell. Uiuiui, hier kommen sie gleich alle raus. Super. Eine Eins, hier fehlt nur noch. Ich denke, das kennt ihr inzwischen und da kann sich jeder reinfühlen. In der Regel ist eigentlich immer etwas dabei, was ihr auf euch beziehen könnt, aber ihr müsst es auch nicht erzwingen. Also es ist bei allgemeinen Legungen auch normal, wenn es mal nicht passend ist für euch. Also von daher macht es nicht mit Gewalt passend, sondern nehmt es einfach so hin, wie es gefühlsmäßig für euch wirklich passt. Ja, die ganzen Kartendecks, die ich hier für meine Legungen verwende, die findet ihr auch hier immer unter dem Link hier in der Infobox. Und da könnt ihr dann reinschauen. Ja, und zu guter Letzt möchte ich natürlich nicht versäumen, euch ganz, ganz herzlich zu danken für eure Kommentare, für eure Likes und natürlich ganz besonders für das Aktivieren des Glöckchens, weil damit habt ihr mir wirklich schon jetzt eine Riesenfreude gemacht. Ich liege jetzt über 500 Abonnenten, freue mich darüber ganz doll und bin euch wirklich von Herzen dankbar. Und jetzt legen wir los und beginnen mit der Überschrift für den Monat. Das heißt, welches Krafttier begleitet uns im Dezember? Und da haben wir das Kamel. Durchhaltevermögen. Du wirst getragen und sicher geführt. Der Sieg ist dir gewiss. Also mit anderen Worten, du kannst deine Ziele erreichen.
Bleibe dran, gib nicht auf, lass dich nicht durch einen Rückschlag total von deinen Träumen wegbringen, sondern halte daran fest, geh weiter den Weg, denn wie gesagt, der Sieg ist dir gewiss. Wir schauen mal, was uns die erste Dezemberwoche hier bereithält. Da haben wir hier die Eulen, den Hund, fantastisch, die Sonne, die Störche und den Fuchs. Wunderbare Karten. Wir gehen also wirklich positiv in den Dezember, die Feuerzeichen. Und zwar haben wir Gespräche, die hier nötig sind, die ihr auch mit Unterstützung von loyalen Freunden führen werdet, die euch zur Seite stehen, die euch helfen. Ihr kommt mit diesen Gesprächen zu Glück und Erfolg. Wir haben hier die Sonne und dieser Glück und Erfolg bezieht sich auf positive Veränderungen, wenn ihr schlau rangeht. Hier zeigt sich der Fuchs als nicht hinterlistig, sondern er ist schlau. Er schaut hier schlau auf diese positiven Veränderungen, vertraut also darauf, auf die Überschriftskarte, der Sieg ist dir gewiss. Gespräche wichtig mit treuen, loyalen Freunden, Vertrauen auf Glück und Erfolg, auf positive Veränderungen und auf eure eigene Intelligenz, auf euer schlaues Vorwärtsgehen, auf schlaues Vorangehen. Wir schauen noch auf die Unterseite des Decks und da haben wir den Reiter. Das heißt, das Ganze setzt sich jetzt sehr, sehr schnell in Bewegung. Was haben wir in der zweiten Dezemberwoche zu erwarten? Die Feuerzeichen. Widder, Löwe, Schütze. Da haben wir den Ring, wir haben das Buch, wir haben die Mäuse, den Schlüssel und das Herz. Das zeigt mir, dass bei vielen hier so ein bisschen etwas im Verborgenen noch schlummert, was auch mit Beschlüssen, mit Verträgen zusammenhängt. Das heißt, ihr seid hier noch nicht so richtig im Bilde, wie es hier wirklich vertraglich für euch weitergeht. Es ist hier noch im Verborgenen. Das nagt so etwas an euch. Ihr hängt so in der Luft. Aber da sehen wir auch wieder, wie wichtig die erste Karte ist mit der Überschrift Durchhaltevermögen. Also bitte nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, wenn nicht alles sofort und gestern schon wirklich auf dem Weg ist, euch in diese Sicherheit, die ihr euch von Herzen wünscht, bringt, sondern wenn das vielleicht noch sich ein wenig hinzieht, macht euch deshalb nicht zu viel Sorgen. Der Kummer geht raus. Auch das, was jetzt noch verborgen erscheint, wird sich zum Positiven wenden. Das heißt, ihr bekommt Verträge und Beschlüsse, auf die ihr wartet, aber es geht vielleicht nicht alles so schnell und glatt über die Bühne, wie ihr es euch erhofft. Und auch hier schauen wir auf die Unterseite. Da haben wir den Anker. Das heißt, vertraut darauf, ihr kommt ans Ziel. Der Anker zeichnet oft in den Legungen die Berufskarte. Hier in dem Fall sehe ich aber, dass man vor Anker gehen kann. Das heißt, ihr erreicht euren Hafen, wo ihr vor Anker gehen könnt, auch wenn es hier noch Verzögerungen gibt in der zweiten Dezemberwoche. Schaut einfach nach vorne, behaltet euer Durchhaltevermögen und vertraut darauf, dass der Sieg euch gewiss ist. Und in der dritten Woche haben wir das Herz, die Blumen, den Sarg, das Haus und die Schlange. Die dritte Woche zeichnet sich für mich in der Form aus, Herzenswünsche gehen jetzt in die Erfüllung.
Ich beziehe es hier nicht auf den Liebesbereich. Für mich deutet es hier auf einen Herzenswunsch hin, der euch bewegt. Ihr werdet Einladungen bekommen, Geschenke bekommen. All das wird aber auch zu einem Ende eines Lebenszykluses jetzt führen. Mehr und mehr. Und das bezieht sich auch auf euer Fundament, das heißt auf euren häuslichen Bereich. Auch da kann ein Lebenszyklus jetzt zu Ende gehen. Das würde für mich jetzt bedeuten, es geht um einen Wechsel im Wohnbereich. Es kann ein Ortswechsel sein. Es zeichnet sich auf jeden Fall ein Ende eines Lebenszykluses und der Beginn eines neuen Lebenszykluses ab, auch im häuslichen Bereich. Nach langen Verstrickungen und Umwegen seid ihr jetzt hier auf dem richtigen Weg. Das heißt, das Durchhaltevermögen zeigt sich jetzt, dass es sich bezahlt gemacht hat. Es geht vorwärts, raus aus den Verstrickungen, rein in den Sieg, der euch gewiss ist. Und das Ganze wird getragen durch Nachrichten. Das heißt, ihr bekommt in der dritten Woche Nachrichten, die endgültig eure Herzenswünsche in Erfüllung bringen. Ihr werdet Einladungen, Geschenke erhalten. Ihr werdet diesen Lebenszyklus, diesen Lebensbereich beenden, der euer Fundament betrifft und der euch endgültig aus Verstrickungen rausholt und nach vorne schauen lässt. Und die letzte und vierte Woche, die zeigt sich mit dem Baum, mit dem Buch, mit dem Reiter, mit dem Fuchs und mit dem Ring. Das heißt, ihr kommt in der letzten Woche, das heißt der Übergang in das neue Jahr, kommt ihr in die Stabilität, ihr kommt in die Gesundung, ihr könnt euch neu verwurzeln, ihr beginnt ein neues Lebenskapitel, es beginnt etwas Neues in eurem Leben, es setzt sich schnell in Bewegung und auch hier sehen wir, dass der Fuchs schlau auf diese Veränderung, auf diesen Weg, auf dieses neue Kapitel schaut und dass es hier einen endgültigen Abschluss findet, das heißt, in einen Kreislauf einzugehen, einen Kreislauf zu beginnen, der gefestigt wird durch Verträge und Beschlüsse. Das heißt, alles, was ihr hier angestrebt habt in der ersten Woche, wo man gesehen hat, es läuft, es kommt in Bewegung, ihr könnt auf Glück und Erfolg vertrauen, das findet hier in der letzten Dezemberwoche durch Verträge und Beschlüsse einen wunderbaren Abschluss. Das heißt, ihr werdet belohnt für eure Intelligenz, eure Schlauheit. Alles geht schnell, ein neues Kapitel eröffnet sich und ihr kommt vollkommen in die Gesundung, in die Verwurzelung, in die Stabilität. Also all das, was eigentlich eure Wünsche begleitet hat, lässt sich jetzt wunderbar umsetzen und zeigt euch genau der Überschrift entsprechend, der Sieg ist euch gewiss. Und wir haben hier an der Unterseite des Decks die Wege. Die Wege ist genau passend auch noch dazu. Ihr habt jetzt mit dem Abschluss von einer Situation, die euch lange Zeit begleitet hat, die euch bewegt hat, die auch hier mit eurem Fundament sehr viel zu tun hatte. Ihr standet
Ihr wart immer wieder in Entscheidungsfragen unterwegs und wart immer verunsichert. Aber jetzt habt ihr euch entschieden und seid den richtigen Weg hier gegangen, der euch jetzt endgültig genau diese Abschlüsse und diese Freude bringt, die man jetzt wunderbar mitnehmen kann ins neue Lebensjahr. Und ich möchte noch eine Karte aus dem Seelenengel-Orakel ziehen, um vielleicht noch zu sehen, welcher Engel begleitet hier die Feuerzeichen durch diese Schwierigkeiten, die sich hier vielleicht noch so ein bisschen zeigen, mit verborgenen, mit Nachrichten, die vielleicht nicht so schnell kommen, mit ja, gewisser Ungeduld, aber haltet euch vor Augen, mit eurem Durchhaltevermögen ist euch der Sieg gewiss. Und nur das solltet ihr wirklich vordergründig sehen. Und hier fällt die Karte raus. Fantastisch dazu und passend, Engel des Mutes. Was auch geschehen sein mag, schau nach vorne. Vor dir liegen viele neue Chancen. Also wenn das nicht passend ist zu all dem Gesagten und auch in Verbindung mit der Überschriftskarte, dann weiß ich auch nicht. Aber ich denke, ihr geht in einen fantastischen Monat. Haltet durch, werdet nicht ungeduldig, zweifelt nicht an dem, was ihr vorhabt. Haltet durch, das ist die gravierende Überschrift. Und hier der Engel des Mutes, der unterstreicht das Ganze noch und weist euch darauf hin, auch egal was geschieht, wenn es nicht alles gleich so läuft, wichtig ist, ihr habt viele neue Chancen vor euch. Und damit wünsche ich euch einen fantastischen Dezember und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Alles Liebe für euch. Bis bald.